Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Cast Nummer 2197. Nächstes Playoff-Match, nächstes Viertelfinale der Asia-Region. Wir haben hier zweimal chinesische Protoss. Einmal in Rot, das ist Cyan. Und der spielt gegen Chishi. Wir haben beide schon hier und da mal gesehen. Beide haben sich durch die Gruppenphase gekämpft. Tatsächlich mit dem genau gleichen Score. Die sind beide bei 3:1 gelandet. Mit einem Map-Score von 6:3. Und somit haben sie genau die gleichen Punkte. Damit landen beide auch auf dem vierten Platz in der Gruppe zusammen. Und entsprechend ist deren Matchup dann gegeneinander. Haben in der Gruppenphase nicht aufeinander getroffen. Sondern haben sich da tatsächlich verpasst. Mit lauter anderen Spielern, gegen die sie gespielt haben. Da war es Gigi, der tatsächlich kein bisschen PvP hatte in seiner Gruppenphase. Sondern nur PvT und PvZ. Hingegen Cyan hat gegen Nanami und gegen Nice gespielt und die beiden Matches gewonnen. Also hatte da ein bisschen PvP-Erfahrung, die er sammeln konnte in der Gruppenphase. Wir sehen, Doppel-Gateway gab es auf beiden Seiten. PvP hier mit den ersten Einheiten. Wir haben Doppel-Stalker-Produktion bei Cyan. Natürlich ein weiteres Best of Five, in dem nur einer weiterkommen kann und kein Lowest Bracket einen auffängt. Hier gibt es natürlich als agilere Einheiten unterwegs, während das die Stalker deutlich standhafter, deutlich stabiler. Nehmen jetzt erstmal die Scouting Probe raus. Wenn das die andere Scouting Probe wird auch noch verfolgt. Der Adepts porten da hinterher. Probe versucht nach Hause zu kommen. Momentan der erste Kill wurde gemacht. Die Probe versucht auszuweichen, weil die Shades sehen nicht so weit. Das heißt, Chishi hat hier nicht die beste Vision. Und die Probe entgeht ihm dadurch. Ich mag das auch, dass die Probe jetzt hier fehlt. Die müsste quasi jetzt eigentlich doch auftauchen. Und die Stalker stehen schon bereit, um die Adepts abzufangen. Damit der Start ist nicht schlecht für Cyan in dem Fall. Mit der Konstellationsschildbatterie auch um die Adepts zu blocken. Hat nochmal ein Stalker mehr. Das heißt, die Adepts können sich nicht viel erlauben. Die Probe cruist hier noch durch die Gegend. Kann sich noch ein bisschen ins Spiel mit einbringen. Das tut sie mit einem Proxy-Pilen. Wenn das in die Adepts hier belagert werden von den Stalkern. Teleports unterwegs, aber der wird geblockt. Man springt rein in die Netspiel. Zwei Stalker laufen da aber schon wieder zurück und versuchen die Adepts auszuschalten und werden auch den ersten Kill hier bekommen. Also ein weiterer Verlust für Chishi. Erreicht mit seinen Adepts nichts. Und wir sehen techmäßig, es gibt eine Robo bei Chishi. Immortal wird gebaut. Es gibt auch eine Robo bei Cyan. Nein, Adept ist jetzt hier noch im Weg, aber der Stalker kann sich darum kümmern. Auf der einen Seite die Schildbatterie, auf der anderen Seite zwei Stalker. Das überlebt man nicht. Adept ist damit weggeräumt. Es gibt hier ein Warp Prism. Stalkeranzahl 6:2, aber der Immortal ist dann. Der Immortal ist defensiv, eine gute Unterstützung, eine ordentliche Feuerpower. Auch da kommt dann Warp Prism mit oben drauf. Und es ist erstmal One Base von beiden Seiten. Also viel, dass man auf einer Basis runtersammelt mit jeweils 23 Probes, da werden keine weiteren gebaut. Und da kommt auch noch der Warp-In-Pile mit zum Einsatz. Das heißt, die ganzen Stalker wollen hier vorwärts pushen, treffen aber halt auf ein Immo mit Sentries. Das wird gar nicht mal so einfach. Es ist kein Blink da. Das ist gefährlich für Cyan, was ihr macht. Da sieht auch erst das Force-Field. Keule wird ausgeteilt. Das Warp-Prism rettet den Stalker hier. Und der Pylon wurde gefunden. Der Pylon wird ausgeschaltet. Also die Dynamik dreht sich ein weiteres Mal. Jetzt Chishi wieder auf dem Vormarsch. Production Depth gerade bei beiden leer. Das Hoppus wird noch gescoutet. Das hat vier Stalker drin. Das ist gefährlich. Und das wird entsprechend auch verfolgt. Da werden die eigenen Einheiten eingeladen. Darunter auch der Immortal, der versucht, das Ding abzufangen, bevor es an der Basis ankommt. Da werden die Stalker jetzt nochmal ausgeladen. Man kann sie auch wieder einladen. Aber mit dem Immortal, der dann Hoppus steckt, geht mit diesem Drop nicht viel. Man sorgt zumindest dafür, dass der Gegner komplett nach Hause zurück muss. Sich nicht weiter auf der Map bewegt. Da kommt nochmal ein Warp-In, ein Follow-Up. Ein vierter Stalker, dass man die alle ins Hoppus packen kann. Warp Prism selbst lebt und wir sehen jetzt eine Expansion für Chishi. Für Cyan gibt es das erstmal nicht. Die Einheiten wollen eigentlich diese Stalker finden. Da kommt jetzt eben die Immortal-Lieferung, die sehr problematisch ist. Die Stalker auf Abfangkurs, das könnte ein richtig wichtiger Snipe werden. Das sind 10 Army-Supply, die hier rumfliegen. Die Stalker scheinen das nicht zu überleben. Ein Warp Prism wird mit Samt-Inhalt gesniped und das ist ein teurer, teurer Verlust. Prompt 1300 zu 300 Resources lost und Chishi kann wieder losmarschieren mit seiner ganzen Truppe. Und er expandiert zudem noch. Das macht Cyan noch nicht mal. Er hat einen eigenen Immortal, er baut einen zweiten Immortal, sie ist eine Sentry mit dran. Eine weitere Schildbatterie steht in der Mainbase, er hat keinen Nexus hier unten. Also Overcharge ist nicht verfügbar. Also Army Supply hat jetzt wieder aufgeholt. Probe-technisch 24 zu 25. Chishi muss es jetzt eigentlich nicht beenden, weil er hat kurz reingescoutet und gemerkt, dass sein Gegner dann auch keine zweite Basis hat. Müsste jetzt da nicht mega offensiv sein. Seine Warp-Prism kriegt jetzt auch ein bisschen Schaden ab. Klappt sich aber auch auf für einen Warp-In und will es damit ein bisschen versuchen. Adept sein reingekommen. Gute Force-Fields. Sie isolieren einen Stalker, eliminieren den. Da kommen die Konter-Force-Fields. Da ist aber das Warp-Prism dann, das rettet. Damit wird aber ein Stalker für einen Stalker getradet. In der Mainbase kommen weitere Warp-Ins. Neues Warp-Prism wird gebaut. Der Observer hält hier Wache und ein Teil der Armee von Chishi, also der Hauptteil, läuft bereits zurück. Und das Warp-Prism versucht sich mit den Adepts, um ein paar Probes rauszunehmen. Ich meine, es ist immer noch eine Basis gegen zwei. Also die Probleme werden für Cyan eher größer als kleiner. Er sitzt da auf einem
gewissen Zeitfenster, das er nutzen muss. Ansonsten sieht das schlecht aus. Der Observer weiß auch nach wie vor, da ist keine Netzspiel da. Die Info hat GG. Warprism wird hier weiter verfolgt. Stalker jagen die Adepts. Und das Warprism eben hauptsächlich. Das Warprism scheint hier nicht zu retten zu sein. Das wird gesniped. Dafür die Adepts kommen wir mal rausporten und damit auch abhauen. Auf der anderen Seite, die Natural ist fertig, da wird aufgerüstet mit Doppelschildbatterie, es kommt Resonating Glaives interessanterweise für GG und Zion. Jetzt ist sein Nexus unterwegs. 4 Props hinten, zweite Basis dauert halt noch. Und wir sind bei 6 Minuten, in dem die beiden voll auf der Mainbase gesammelt haben. Keinen Felder, Status, wie man sieht, die letzten 100 bis 200 Mineralien. Also lang werden die nicht mehr halten, die Mainbase wird dann nur noch halb verfügbar sein. Das War Prism könnte jetzt ein bisschen Schaden anrichten, aber die Armee von GG geht auch schon wieder raus und fängt da einen Stalk ab. Das heißt aber, zu Hause ist nichts gegen die Stalker hier. Die Probes klammern sich an die Schildbatterien. Die Stalker man weiter in der Mainbase. Resonating Glaives dauert noch ein bisschen, aber es kommt ein großer Angriff von Zion rüber. Versucht sein Gegner jetzt hier zu bezwingen mit einmal große Armee auf Angriff. Hier kommt ein Stalker zur Verteidigung und die Probes kämpfen auch mit der Stalker. Wird gleich gesniped, die Probes geben ihr Bestes, aber was passiert mit dem großen Angriff? Das Warp ist natürlich auch nicht zu Hause. Uns unterstützen, die Schildbatterien sind noch nicht fertig, da kommt die Adeptmasse rein und die haben Resonating Glaives. Die teilen ein bisschen schneller aus, die snipen die feindlichen Sentries, sie setzen mal Panik Force Fields ab, dass man irgendwas mit Energie anfängt. Schildbatterien sind noch nicht da, die doppelte Mortens laufen hier rein, die Stalker wandern hinterher und da sieht man Snipes gelingen hier Shishi zuerst. Das heißt, er hat immer noch die überlegene Feuerpower, räumt auch die Schildbatterien weg, der Nexus wird zwar fertig, aber die Armeemasse ist nicht da. Die Stalker haben auf der anderen Seite Schaden gemacht. Recoil wurde noch verwendet für Swap, das hat nicht mehr gereicht. Denn Zions Armee ist bereits gebrochen. Und am Ende dieser Push für GG. Ein bisschen Risiko war mit dabei, als eben der Swap mit reingeflogen ist. Aber er hatte die Feuerpower und kann damit das 1:0 machen. So, weiter geht's auf Dragon Scales. Hier das Setup auch schon für eine Gateway-Expansion. Und das auf beiden Seiten. Man hat hier die Rampe, die man hoch muss. Also ein bisschen schwieriger in die Netzspur reinzukommen. Und damit beide mit einer Vorbereitung von Nexus. Man muss ihn nicht zwingend durchziehen. Man kann den auch hinauszögern und den Gegner vielleicht doch mit ein paar Einheiten überraschen, mit denen er nicht rechnet. Aber die Vorarbeit ist eben getan, dass man hier doch einen Nexus setzt, dass wir dann doch deutlich schneller die zweite Basis bekommen, als es in der ersten Karte der Fall war. Die Scouting Probes sind da jeweils drin, versuchen einen potenziellen Nexus zu blockieren mit entsprechenden Gebäuden. Oder mit ihrer eigenen Anwesenheit. Da kommt noch das Analytics Core erstmal für beide Spiele mit oben drauf. Es gibt keinen Nexus nach Gateway, was die Greedy-Variante wäre. Mein Nexus First spielt sowieso keiner, aber so Nexus nach Gateway kann schon mal vorkommen. Es kommt ein Salad für Zion, zumindest ist einer geplant, der kann immer noch canceln. So als Vorsichtsmaßnahme, falls der Gegner doch Gebäude baut zum Blocken, kann man das damit abreißen. Und hier ebenfalls sollte der Salad kommen, aber da ist der Supply Block da für GG. Damit verliert der Wert vor der Zeit, das ist ein 23er Supply Block, der ist ziemlich kritisch. Das heißt, da geht jetzt Probe technisch nichts vorwärts, da geht eben Salad technisch gar nichts vorwärts. Also er wird da keinen bauen können, aber zu seinem Glück wird der Pylon gecancelt. Das wäre deutlich problematischer gewesen, wäre der Pylon fertig geworden. Stattdessen wird es gewechselt auf den Stalker. Und hier der Salad ist da, jagt die Probe, da kommt auch der Stalker dazu. Also Nexus muss immer noch ein bisschen warten. Geld ist inzwischen da, da gibt es nochmal den Pylon, um zu blocken, bis der Stalker dann dazu kommt. Die Probe, die macht sich jetzt aus dem Staub, gleiche Geschichte. Auf der anderen Seite, da sieht man, der Salad prügelt sehr viel Damage rein in das Gebäude, das gerade sich im Bau befindet. Pylon wird dann gecancelt auf beiden Seiten, damit der Weg ist frei für Basis Nummer 2. Und das gilt für beide Spiele und beide werden, denke ich, das auch soweit annehmen. In dem Fall hat aber Zion nochmal Tech gebaut, der ging nämlich noch auf das Stargate zuerst. Kann also mit Oracles vorbeifliegen, einmal kurz die Basis ausscouten. Und dann gibt es aber auch Nexus Nummer 2 parallel, Proxy Pylon wurde gefunden. Shishi hat nochmal versucht einen zu stellen, aber der wurde gefunden, der wird gecancelt, die Probe wird gejagt. Klar, Basentiming ist ein bisschen besser für GG. Worker Danish 27:24. Halt ist die Frage, kann da ein Oracle eventuell noch was anrichten? Kann das ein bisschen Schaden machen? Dann hat sich das Thema schnell wieder erledigt. Oracle ist unterwegs. Wenn das die Stalker jetzt hier versucht, ein bisschen die Lage zu prüfen. Aber da sind zwei Stalker und ein Salad. Da kommt man nicht durch. Da zieht man den Kürzeren in dem Kampf. Und da kommt jetzt auch noch die Schildbatterie mit oben drauf. Sehr defensiv ist man gut aufgestellt. Es kommt Robo und Twilight Council für GG. Scouting-Möglichkeiten sind gerade keine da. Es kommt jetzt eine Sentry. Damit könnte man eine Hallucination starten und dann mal ein bisschen scouten. Dafür muss aber noch mehr Energie angesammelt werden. Die 50 zum Start reicht nicht. Braucht da die 75. Parallel Oracle bereits unterwegs. Und das kann scouten. Und natürlich möchte ein paar Probes rausnehmen. 3 Probes Unterschied. Landen auf etwa... Ne, bleibt bei 3 tatsächlich, oder? Ne. Aktuell baut Zion keine Probes, das heißt, er wird noch ein bisschen weiter zurückfallen, was das Probe-Thema betrifft. Aber die Frage ist, was kann das Oracle an Schaden hier austeilen? Es wirft den Laser an, Probe Nummer 1, Probe Nummer 2 werden sofort zerstört, die dritte auch. Damit hat sich der Probe-Vorteil dann
direkt reduziert. Eine Main Base wird das Twilight Council gescoutet, da wird nochmal mehr Probes rauskommen. Das ist tatsächlich ein heftiger Schlag, ein richtig heftiger Schlag jetzt schon für die Economy von Shishi. Verliert 9 Probes am ersten Oracle. Verliert er halt ein Drittel seiner Economy? Das ist wirklich ungünstig. Zweites Oracle fliegt, Phoenix wird gebaut. Ne, Robo kommt dann mit dazu für Sion. Der hat jetzt natürlich von dem Nachteil sich einen ordentlichen Vorteil gebracht, was das Mining betrifft. Und das zweite Oracle kann auch nochmal zuschlagen. Wie stehen die Einheiten jetzt? 2 Stalker in der Main. Die halten ein bisschen mehr, aber auch da wird erstmal ein bisschen ignoriert. Und nochmal hier und da eine Probe angelasert. Am Ende aber kein größerer Schaden mit dem zweiten Oracle. Aber der Schaden ist schon groß genug, den Shishi hier erfahren hat. Man sieht das auch prompt im Mining, wie das abwärts ging und der Gegner jetzt einen Vorteil ist. Man war zuvor selber dabei, sich einen Vorteil aufzubauen. Also das ist ungünstig für den Protoss in Blau mit seiner einzelnen Führung. Parallel sein Warprison wird abgefangen von dem Phoenix. Alles läuft gerade schlechter und schlechter für ihn. Der Plan geht auch nicht auf, das Warprison. Es wird knapp. Es wird das wahrscheinlich überleben. 5 Angriffe, 4 Angriffe, 3, 2, 1 und der letzte Attack. Währenddessen Stasis Ward wurde da gestoppt. Oder hat oben versucht, ein Stasis Ward zu setzen, aber das Warprison ist down. Parallel Adept schaut hier vorbei. Aber da ist ein Stalker. Der wird mit seinem Alleingang nicht so viel erreichen. Kann sofort beschossen werden. Ne, zieht nicht mal den Teleport durch, weil er mag, das wird sowieso nichts. Zieht er die Stalker. Die Oracle sind noch auf Standby. Die kann man noch ein weiteres Mal verwenden. Eine Mortal wird gebaut für Sion. Shishi geht auf Blink. Aber Shishi hat mit dem Nachteil zu kämpfen. Im Army Supply hinten, im Worker Supply und nach wie vor hinten. Bleibt da auch erst mit dem, beide gehen auf Blink. Der Immortal könnte dann Problemkind werden. Der Production wird aufgerüstet. Da wird einmal reingescoutet in die Mainbase. Und unten das zweite Oracle. Zieht die Sache auch nochmal. Ein neues Warprism ist unterwegs. Aber eben Sion hat den Vorteil hier nach wie vor. Sammelt da mehr Army Supply. Wartet dann auf das Upgrade. Blink ist drauf bei Shishi. Macht die Oracle Defense etwas einfacher. Wenn sie das annähert, springt man kurz dem entgegen. Und hat dann eine Chance, es zu snipen. Dritte Basis wird mit dem Stasis Ward versehen. Dass man merkt, wenn der Gegner das vorhat. Und das dann auch sofort ein bisschen blockiert. Aber aktuell sammelt sich noch mehr Army Supply auf Basis Nummer 2. Weitere Mortal kommen dazu für sein. Also Feuerpower technisch hat er dann einiges. Da sieht man es auch kurz, Blink eingesetzt, um das Oracle zu jagen. Es kommt trotzdem mit seinem Leben davon. Bleibt weiterhin aktiv. Währenddessen hier Warprism ist neu mit am Start. Neuer Observer wird da gebaut. Und die Armee in Blau bewegt sich mal raus aus der sicheren Natural. Das Oracle sieht das aber sofort, markiert die Einheiten und weiß damit Bescheid, was der Gegner so macht. Blink nochmal hinterher, Stasis Ward blockiert dann noch die 2 Stalker. Das heißt, damit gelingt auch nicht der Oracle Snipe, weil eben der Stasis Ward da eingegriffen hat. Die Stalker tanzen nicht unbedingt vor Freude, eher vor Frustration. Und der Rest der Armee bewegt sich ran. Aber das wird gescoutet und man sieht, Sion hat jetzt nicht die Sorge, dass das hier eine zu große Aufgabe für ihn ist. Er stellt sich der Armee bereits entgegen. Guardian Shield wird früh gezündet. Und es sind halt Stalker mit Blink gegen Stalker ohne Blink, aber das dauert nicht mehr lange. Dann ist das der Vorteil ausgeglichen. Observer wird auch weggesniped. Also mit Shishi läuft dieses Game nicht sonderlich rund. Geht jetzt auf eine dritte Basis, sein Gegner tut das aber ebenfalls. Also auch da holt es sich keinen wirklichen Vorteil. Und die Oracles sind nochmal zur Stelle. Die Schildbatterie hilft nicht gegen Doppel-Oracle, wenn sie einen Laser kombinieren. Glücklicherweise ist das eine out of energy. Sonst wäre das nochmal schlimmer geworden. Was sind 3 weitere Probes, die hier fallen? 41 zu 48. Der Work-Unterschied in dem Mirror-Game. Entsprechend zieht das Sion mehr und mehr weg. Und jetzt kommt der aggressive Blink, nimmt sofort das Warprism raus und jagt die Gegner schneller. Guardian Shield hilft, Force Fields helfen auch. Aber damit bremst man die Gegner nur aus, damit bekämpft man die nicht wirklich. Und Sion wandert jetzt einfach rüber. Denkt sich, jawohl, ein guter Start für mich. Wird Zeit weiterzugehen, vernünftigen Damage zu machen. Mit der ganzen noch wieder 2 Mortals mit drin. Etwas, was Tish überhaupt nicht aufbieten kann. Er hat seine Feuerpower nur Stalker und Sentries und die Mortals werden ein großes Problem. Die Armee wandert jetzt zur dritten Basis. Schildbatterie wird da gerade frisch fertig, aber die wird keine Rolle spielen. Pylon ist nämlich weg und damit das... Ne, zweite Pylon. Okay, hält das Ding tatsächlich noch am Strom. Ich gedacht, das Teil fällt auseinander, aber nein. Da, es wird einfach außerhalb der Schildbatterie gekämpft. Also sie spielt trotzdem keine Rolle. Es wird ein Forces gesetzt, es ist ein Guardian-Schild aktiv, aber es ist einfach viel mehr Masse für Sion, viel mehr Feuerpower mit den Immortals. Und da zieht Shishi kein Land, Sion gleich damit aus. Macht aus der ganzen Geschichte ein 1:1 und wir gehen in Map Nummer 3. Wir machen weiter auf Altitude, die nächsten Scouting Probes, die fährt zur Seite, wurde die noch gesehen von Shishi? Er kam da selber gerade vorbei, nicht sicher, ob er darauf geachtet hat, wo die Probe dahin fährt vom Gegner. Und wir sehen das Gateway unterschiedlich dieses Mal. Sion baut es in der Mainbase, Shishi baut es an seiner Natural und meint, das soll von Sion ein Proxy-Pylon werden und da ist er auch schon unterwegs. Die Scouting Probe hat sich gebattelt mit einer feindlichen, aber hat sich da durchgesetzt. Muss aber trotzdem aufpassen, mit den mitkriegen Hitpoints kann sie sich nicht zu viel erlauben. Wenn da noch ein paar Laser kommen, fällt sie nämlich selbst auseinander. Somit wird man da verfolgt. Es kommt auf beiden Seiten ein Salad.
Und es kommt der Cybernetics Core und lebt mit dem zweiten Pylon. Die Probe bleibt da auch. Das heißt, das wird ein Proxy-Tag. Wahrscheinlich ein Stargate. Aber der... Da ist schon der Rally Point. Also das ist schon der Scouting-Weg vorgezeichnet. Nein, er dreht ab. Er dreht ab auf die Probe und findet das damit erstmal nicht. Aber scoutet trotzdem noch nach. Deshalb, wenn das findet die Probe. Also man weiß grob die Richtung. Man weiß damit, welche Fläche man auskundschaften muss, um ein Proxy zu finden. Es ist ein Proxy-Stargate und es wird gesehen. Damit die Chancen für Scient da was zu machen nicht so hoch. Die Frage ist auch, flieht er eventuell noch den Pylon, wenn der Zelda drauf kloppt, bevor dann Oracle fertig wird. Die Natural wird abgewollt. Gigi bekommt damit seine zweite Basis, weiß, was der Gegner tut. Der Adept versucht das jetzt aufzuhalten. Der Adept kann das auch aufhalten. Die Probe brauchen auch den Zelda, kann er bekämpfen. Also das Oracle wird gebaut werden. Der Zelda kann das nicht stoppen. Er kann es versuchen, aber man sieht, seine Hitpoints schwinden jetzt schon. Der Pylon hat er mit dem Gegner noch schildet. Mit dem Stalker zusammen? Zelda DPS fallen jetzt aber weg. Der Stalker kämpft kurz gegen den Adept. Aber in der Zeit kann eben das Oracle fertig gebaut werden. Dann muss der Stalker aufpassen. Wenn der jetzt noch ein paar mehr Schildpunkte führt, kann das Oracle nachsetzen und den Stalker snipen. Wenn er da alleine rumsteht. Mit dem zweiten Stalker hat man die Situation aber jetzt unter Kontrolle. Direkt nächstes Oracle unterwegs und der versucht den Kampf hier direkt zu sehen. Bei dem Oracle Laser mit drauf, um mehr Damage zu machen. Oracle fehlt jetzt Hitpoints, wird zurückgezogen. Aber Schaden wurde gemacht. Der Stalker ist low. Wird weiter verfolgt mit dem Teleport. Man versucht da noch mehr Schaden drauf zu pumpen. 39 KP verbleiben, da wird nachgesetzt. Da versucht man die Einheit zu erwischen. Der andere Stalker kassiert auch Schaden. Aber nein, es kommt zu keinen Kills. Bis eben auf den Zealot und die Probe am Anfang. Am Ende waren die Einheiten hier zurückgezogen. Hier wurde nochmal... Das war eine Scouting-Probe, glaube ich, eine weitere. Ja, eine zweite Probe, die es da gerade zerlegt hat. Und da hat Gigi tatsächlich einen sehr offensiven Pylon gestellt. An der dritten Basis seines Gegners. Und der wird auch gesehen, beschossen, wird er noch gecancelt. Ne, der wird durchgezogen. Und da sind aber Stalker unterwegs. Der Versuch ist es hier wirklich den Angriff voll reinzuwerfen, während man selber sogar den Vorteil der zweiten Basis hat. Aber Gigi ist hier gnadenlos, will da weiter drauf machen. Der Adept ist keine große Gefahr, der Stalker ist bereits mega angeschlagen. Man muss es sich zurückziehen. Der Pylon hat zwar Schilde verloren, aber er steht noch und jetzt geht's auf die Natural. Was kann man mit der Basis noch tun? Mein Mainbase hoch wird umso schwieriger, weil das sind auch nicht viele Einheiten, um ehrlich zu sein. Da kommt eine Sentry. Das heißt, mit einem Forcefield kann man das blocken. Es wird knapp, aber Forcefield kommt. Der Stalker ist isoliert. Der wird direkt rausgerecallt, damit er am Leben bleibt, dass ihm die Einheit nicht fehlt. Und das ist auch erfolgreich, wenn das jeder angeschlagene Stalker trifft auf einen deutlich gesünderen. Muss damit aufpassen, dass er nicht fällt. Er fällt auch, denn Natural wird weiter beschossen, hat aber immer noch Schildpunkte übrig. Durch Nexus durchkommen mit den Einheiten ist nicht einfach. Der Adept wird noch runtergefokust. Die Sentry wird beschossen. Die Sentry fällt auch. Also viele Verluste für Scion im Versuch, das irgendwie zu halten. Währenddessen bekommt er Besuch von Doppel-Oracle. Doppel-Oracle ist gefährlich. Overcharge, um eben in dem kleinen Augenblick, in dem vielleicht die Laser nicht synchron sind, noch die Probes zu retten. 6 Probes hat er trotzdem verloren. Der Nexus ist fast down. Der Nexus hat noch 340 Hitpoints. Da wird er dann nicht drauf gefokust. Erstmal ist es ein Trade Stalker gegen Stalker. Wird der Nexus noch weiter beschossen? Wird der Nexus hier gefokust? Eine Chance, dass man den Basis noch zerstört. Aktuell ist es weiter der Kampf mit den Stalkern. Ein Zelda kommt damit zu. Nochmal ein Volley. 270 KP verbleiben. Der Nexus ist so angeschlagen. Und da kriegt nochmal was ab. 200 Hitpoints, 160 Hitpoints. Jetzt einfach drauf fokussieren. Es kostet Einheiten, aber der Nexus fällt. Es kostet, wie es aussieht, alle Einheiten, die da irgendwie noch unterwegs sind. Der versucht ein paar Counterkills zu machen. Aber keine Unit von Gigi kommt hier lebend raus. Er hat dafür aber erfolgreich eine Basis zerstört. Er schickt sogar noch mehr Einheiten hier rein. Er ist ja wirklich irre. Da noch mehr Units zu opfern für diesen Kampf. Kann zumindest den Stalker noch wegtraden und die anderen Stalker, anderen Einheiten müssen sich zurückziehen. Parallel die Oracle sind dann unterwegs an der Natural versuchen, den Schaden ein bisschen auszugleichen. Sind bei 29, 22 Probes, das sieht gar nicht so schlecht aus für seine Sachen Worker Count. Er hat nur eine Basis. Oracle ist jetzt wirklich komplett out of energy. Die Oracles haben ihn da doch wieder ins Rennen gebracht. Hat insgesamt 17 Probes zerstört. Und es hat Gigi einiges gekostet, den Nexus zu zerstören. Also es pendelt sich tatsächlich wieder ein. Mit 29 zu 29 Workern. Und dem Natural, die jetzt neu im Bau ist für Scion. Er versucht noch hier einen Counter-Attack, aber da ist eine Schildbatterie, das sind Einheiten. Da ist eine Wall, durch die man nur schwer durchkommt. Damit werden sich die beiden erstmal sammeln. Es gibt neuen Tech mit einer Robo und dem Twilight Council. Die Oracles leben natürlich noch, sammeln jetzt wieder neue Energie. Können dann ein weiteres Mal verwendet werden. Ich meine, wir werden hier Blink kriegen für beide Spieler. Zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das ein paar Depths hat noch rausgeschickt, aber schwierig da durchzukommen. Da ist eine Wall. Da sind viele Einheiten. Wobei, es ist keine Wall zum Mainbase. Da könnte man vielleicht hochspringen, wenn der Gegner da nicht drauf aufpasst. Und wenn die Oracles mit dazu kommen, kann vielleicht noch ein bisschen mehr Ärger stiften. Adepts sind unterwegs. Es wird nicht mit einem Gebäude gewollt, eben nur mit der Einheit. Die Adepts belagern hier die Natural, brechen den Teleport ab und hier die Oracles im Anflug auf die Mainbase. Da sind aber jetzt ein paar Stalker im Weg, da ist die Schildbatterie mit im Weg und Oracle 1 fällt, Oracle 2 wird auch runtergeschossen, Oracle 2 wird auch gesniped für 7 weitere Probes jedoch. Also nochmal mehr Damage gemacht.
Wir landen wieder auf dem gleichen Workaround quasi mit 36 zu 37. Aber da hat Chi-Chi mal elegant 24 Probes verloren. Also er hat einen 60er Workaround ohne die Verluste. Und damit sähe es für Science ziemlich düster aus in diesem Game. Aber so hält es sich weiter in dem Rennen. Dieses Mal eben die Oracles verloren. Nur noch eins übrig. Nicht mehr so viel Feuerpower, die da später nutzen kann. Und hier die Suche nach den Adapts ein bisschen. Beide gehen auf Blink, wie erwartet. Da kommen noch neue Schildbatterien beim Spielen in Rot. Das Oracle wird jetzt überwacht von einem Stalker. Und alleine kann es auch nicht mehr gegen die Schildbatterie bestehen. Immortal wird produziert. Observer checkt mal die Lage. Und die Stalker in Rot wandern raus. Blink in 5 Sekunden. Und da sieht man, Nexus Nummer 3 kommt mehr dazu. Das heißt, wir kriegen tatsächlich mal eine dritte Basis von den beiden. Bisher haben sie sich ja sehr knapp gehalten, was die Basen und die Probes betrifft. Worker-Count immer noch rausgeglichen mit 44 zu 43. Und da sieht man weitere Warpens, aber sieht nicht genau, wo der Haupttrupp unterwegs ist. Der wandert nämlich auf die Natural zu. Mit den ganzen Stalkern. Mit dem Oracle vielleicht High Ground Vision bereitstellen, dass man da reinspringen kann. Aber es ist gefährlich. Das ist sehr viel Feuerpower da für Chi-Chi. Oracle versucht es mit einem Stasis Ward. Stasis Ward ist richtig erfolgreich. Der legt halt wirklich die halbe Mainbase lahm, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Die ganzen Probes stehen jetzt drumherum. Das ist sehr, sehr eklig. Das bremst das Mining massiv aus. Ja, die Probes werden danach wieder in die Arbeit gehen, aber man merkt das auf jeden Fall, diesen Effekt. Zwischen hier der Mortal mit drin, drei Sentries mit dabei. Die Adepts warten noch auf eine gute Gelegenheit. Die dritte Basis wird nach und nach fertig. Also je länger das so geht, umso besser für Cyan. Aber da kommt der Push raus aus der Base. Schnauze voll für Chi-Chi, will die Basis verlassen, will jetzt auch mal wieder die gegnerische Situation besuchen. Die dritte Basis eventuell angreifen. Weil von der Weise tatsächlich noch gar nichts. Er hat noch gar nicht direkt gescoutet. Observer hängt einfach von der Natural ab und sieht da nicht viel mehr. Ja, das Oracle hält dann immer noch Position, wurde da nicht rausgerecalled. Wir haben eine Robots für Cyan. Wir haben Blink auf beiden Seiten. Stalker-Anzahl 17 zu 17. Wieder ein paar Props gehen drauf, dann die Adapts sind drin. Also noch mehr Props, die bei Chi-Chi verloren gehen. Dafür findet er jetzt die dritte Basis und kann die angreifen. Nicht sicher, wie viel Gegenwehr Cyan da machen kann. Die Adapts werden da doch mal gestoppt. Das braucht man auch nicht. Adapt portet sogar noch rein in die Mainbase, aber da ist die Schildbatterie mehr dessen. Ja, die dritte wird einfach aufgegeben, weil man die nicht halten kann. Die Feuerpower hat Cyan aktuell nicht. Er braucht die Zeit und er braucht die Schildbatterien für eine vernünftige Defense. Da kommt eine Mortal mit dazu. Ja, aber 42 zu 45 Probes. Chi-Chis Worker Count ein weiteres Mal reduziert und jetzt kommt seine dritte Basis. Gut, wir haben jetzt auch den Punkt, Mainbase wird leerer. Also es sind 40 Probes auch jetzt ein bisschen viel für Cyan. Die dritte wäre jetzt schön gewesen, aber er hat sie halt nicht. Die Stalker wandern raus, snipen das Warprism und blinken dann zurück. Direkt das Ziel erkannt und das stand ein bisschen offen. Das hat Chi-Chi offen stehen lassen. Wieder Adapts versuchen sich da reinzuschleichen, ein paar weitere Probes anzugehen und das können sie auch. Die eine Probe, die hier unterwegs ist, wird nochmal rausgenommen. Währenddessen mehr Stalker kommen angelaufen. Die Blinken zurück, schaffen es nicht ganz. Einer wird isoliert. Parallel, das Stargate ist ohne Strom. Der Stalker hält da Wache, sucht nach einer dritten Basis. Die Adepts haben einen weiteren Port rein in die Base geschafft. Und die ballern noch mehr Probes aus dem Leben. Weitere 5 Kills. 40 zu 45 Worker gesamt. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es nicht so tragisch mit Chi-Chi, weil er eh nicht alle Probes verwenden konnte. Weil er eben ein bisschen übersaturiert. Das wird halt nervig, dass er seine dritte damit neu ausstatten muss. Army-technisch ging es jetzt ein bisschen höher für beide Seiten. Es fehlt hier ein Warp-Pine, es fehlt ein Warp-Prism vorne für Chi-Chi. Hat gerade ein Schild gezündet. Also da wird trotzdem ein wichtiger Kampf gleich ausgetragen, wie es aussieht. Weil Cyan muss irgendwann raus hier. Snipe ist auch den Observer des Gegners. Kann sich jetzt nicht endlos leisten, auf zwei Basen rumzusetzen, zumal die zwei Basen immer leerer werden. Die Mainbase hat nur noch die Hälfte Mineralienfelder. Die Natural wird da, je nachdem wie lange das geht, auch noch folgen. Und da gibt es einen Teilblink. Ein Teil der Stalker verlässt die Base. Mit dem Observer hatte man die Infos. Wobei der Observer wird gleich mit seinem Leben dafür bezahlen. Und da ist die Jagd angesetzt. Das gibt also der Hauptarmee die Möglichkeit, da runter zu laufen, wenn man möchte. Immortal-Anzahl ist jetzt gleich ein 2 zu 1. Da wird nämlich ein zweiter gebaut. Plus 1 Attack ist unterwegs für Chi-Chi. 28 zu 27 Stalker. 8 Sentries zu 2. Also Sentry-Anzahl ist auch mega viel am Start. Und die Stalker versuchen da dem Gegner auszuweichen. Vor allem die können das, denn die Probe hat den Zelnaga-Tower. Man sieht, dass sie der Gegner zurückzieht. Das heißt, der Weg wäre frei für eine dritte Basis für Cyan. Stattdessen, seine Armee bewegt sich ein bisschen nach vorne. Da hat er nochmal ein neues Warprism am Start. Und hier gab es nochmal ein Stasis-Ward. Nicht mehr ganz so krass, aber trotzdem nervig genug. Und die Probe kommt sogar auch noch davon. Es wird ein Darkshell noch mit dazu gebaut. Und neue Sentries kommen auch für Cyan mit dazu. Wenn das in der Armee von Chi-Chi wieder in Bewegung ist. Krass, wir sind bei 12 Minuten. Wir haben unter 50 Probes für beide Spieler. Also die beiden lieben schon ihre Low-Economy-Situationen, wie es scheint. Keiner Makro da richtig krass hoch. Und nächster Angriff kommt. Das heißt, die Economy direkt wieder in Gefahr. Eine Hallucination für einen Koloss. Und da sind jetzt aber zwei Mortals gegen eins. Die Forsythe werden in Massen reingesetzt. Das ist keine Schildbatterie, darf es sein. Das ist ein Problem. Der Fighter hat seine dritten Basis. Alles andere ist einfach. Die Sentries werden da zerstört. Ein paar Probes hat er nochmal erwischt.
Aber jetzt auf der anderen Seite ein paar Props und Rot, die da gefallen sind. Und der Kampf läuft jetzt hier weiter. Es ist ein Pylon, das heißt, man kann hier reinwerfen, aber trotzdem Schildbatterie ist Fehlanzeige. Der Koloss lasert kein Damage mit rein, weil er natürlich eine Halluzination ist. Die Einheiten blocken sich hier viel gegenseitig. Also der Kampf ist ein sehr, sehr zähe Angelegenheit. Jetzt noch plus 1 Ground Weapons fertig geworden. Damit macht Shishi mehr Damage als sein Gegner. Kann sich Saiyan hier halten, Blink einzeln nach hinten, um die Einheit dann lebzeit eine Overcharge an der Netchman, um die Stalker nochmal hochzuladen. Die dritte Base hat trotzdem Probleme, da wird reingeblinkt, da wird der Mortal gesniped. Das sieht nicht mehr gut aus hier für Saiyan. Er versucht das Warp bisschen zu erwischen, aber dieses Mal entwischt es ihm. Die Stalkermen, das werden auch weniger. Der Nexus wird runtergeschossen und die dritte Basis ist nicht zu retten, denn die Armee ist bereits zu klein. Da kommt das Chi-Chi und Chi-Chi macht damit das 2:1 in dieser Serie. Aber auch hier wieder nicht die krasseste Economy, wobei Chi-Chi hat es versucht, seine Economy krasser aufzubauen. Er hat halt 37 Props verloren in diesem Game, aber ist trotzdem gewonnen, weil eben der Schaden zurückgegeben wurde. Die gesnipte Netchball, die gesnipte dritte hier dann noch am Ende. Also Saiyan hat die Basen verloren, hingegen Chi-Chi hat die Props verloren. Und somit hat Chi-Chi jetzt hier einen Matchball. Weiter geht's auf Ancient Cistern. Scouting Probes wurden ausgetauscht. Beide jetzt wieder mit dem Gateway in der Mainbase, beziehungsweise mit sogar mit dem Doppelgate, was man in der Mainbase spielt. Also es gibt die doppelte Einheitenproduktion. In welche Richtung geht's hier? Adepts oder Stalker? Oder vielleicht eine Sentry mit rein. Beide entschließen sich für Adepts. Für die Doppel-Adepts. Und beide wissen auch davon. Also wissen zumindest, dass Doppel-Gateway gespielt ist. Vom Rest haben wir jetzt nicht den Infos. Man sieht ja nicht, was das Gateway produziert. Erst wenn der Net dann rauskommt, dafür baut man eben so einen Pylon, dass man sieht, was aus dem Gateway spawnt. Er hat ein bisschen Vision nämlich um sich, während er sich im Bau befindet. Und das ist genug, um quasi die Rampe zu checken und damit zu wissen, welche Einheiten da rauskommen. Und es wurden 2 Adepts. Und hier wurden sie ebenfalls 2 Adepts. Da ist Vorbereitung für den Netschwill. Da blockt aber Chi-Chi gerade mit einem Pylon. Die Adepts gehen sofort auf die Reise. Die Probe hängt da auch noch draußen rum. Mal gucken, ob die beiden und wann und wie die beiden aufeinandertreffen. Der Laser Teleport wurde gecancelt, der Pylon wird abgebrochen. Hier der Pylon wurde fertiggestellt, das heißt, er ist gerade im Weg, man kommt nicht aus der Mainbase raus. Es ist eine Robo als Tech gewählt worden, auf der anderen Seite ist es ein Stargate. Und das Stargate ist prinzipiell der stärkere Tech im direkten Battle zwischen den beiden. Weil die Robo bringt eine Mortler vor den Warp Prison und ein Phoenix sagt sich, es ist mir egal, der kann mich nicht bekämpfen. Oder auch ein Autokill kann runterlasern und der Old Mortal kann wenig machen. Das Warp Prism kann vom Phoenix gesniped werden, das haben wir schon gesehen in dieser Serie. Also das könnte gefährlich werden für Chi-Chi. Einfach die Tech-Wahl, die er da gemacht hat. Die Adepts werden dessen Warten noch weiter verfolgt. Da kommt der Teleport hinterher, aber es reicht nicht, um den einen letzten Angriff zu machen, den Adept zu snipen. Am Ende überlebt er dank der regenerierten Schilde wieder mit 2 HP. Und der Teleport ist schneller, das heißt, man haut vom Gegner erstmal ab. Und man kann nicht schnell genug hinterher, wenn das in die Probe fährt nochmal rein. Die hat da unten noch einen Pylon gesetzt. Oracle ist jetzt unterwegs, auf der anderen Seite kommt ein Warp Prison. Es ist immer noch One Base für Chi-Chi, es ist Two Base geplant für Saiyan. Und sein Oracle ist gleich da. Da flattert es los und versucht sich an Damage. Währenddessen die Adepts stehen auch noch bereit für weiteren Schaden, den man versucht beim Gegner zu machen. Dann wird aber die Base zugewollt, also Chi-Chi geht einfach auf Full Attack. Hat es zumindest geplant, die Adepts gehen jetzt da rein und sehen, da ist noch kein Nexus und canceln ihren Teleport. Weil sie merken, okay, der ist noch auf One Base, das ist also gefährlich, wenn die Armee hier rumsteht. Der will die Armee eigentlich rausschicken, das heißt, die Adepts behalten wir erstmal noch. Da wird die Tastelope verscheucht. Die Atosilope hängt auf der anderen Seite der Karte irgendwo ab. Und wir haben hier das Oracle auf Standby. Das wartet auf eine gute Gelegenheit. Wenn das eine Schildbatterie, eine eigene Robo, ein weiteres Oracle. Und die Frage ist, wie kann Saiyan das aufhalten? Wie gut kann er das aufhalten? Wenn er diesen Push abwehrt, dann ist er in einer sehr, sehr guten Position. Er hat eine Basis mehr als sein Gegner. Er hat eine Schildbatterie und der Nexus ist genau rechtzeitig fertig für Overcharge. Das hilft bedeutend, aber das Warp Prism hilft beim Micro. Das Sentry wird kurz angeschossen, damit es keinen Guardian-Schild gibt. Wird dann wieder ausgeladen, wurde vom Warp Prism gerettet. Die Adepts war damit drauf, dass sie bei dem Schildbatterie gibt, sein Bestes, um die Einheiten aufzuladen. Wenn das sind die Doppel-Oracles im Anflug. Das heißt, damit kann man die gegnerische Economy lahmlegen. Das heißt, für Chi-Chi wird dann nicht viel mehr an Ressourcen reinkommen. Die Doppel-Oracles können das alles zerstören. Die Schildbatterie ist da nicht großartig relevant. Dafür hier bricht man auch durch. Also es wird Economy für Economy getauscht. Die Props verlassen den Radius der Schildbatterie. Die Schildbatterie hat noch Energie. Aber wenn die Oracles eben kombiniert drauflasern, dann gibt es da keine Rettung. Somit fällt einfach nach und nach der Waffe von. Parallel versucht man hier einfach nur die Rampe zu halten. Mit einer weiteren Schildbatterie, mit einem weiteren Backup, dass da kommt ein Force-Field auf die Rampe, um einfach durchzuhalten. Einfach den Gegner wegzutraden, weil, wie man sieht, das sind 3 Probes und die sehen wir alle gerade noch. Und von denen bleibt nichts wirklich übrig. Gut, 3 Probes. Doch, es bleibt bei 3 Probes. Nein, es bleibt bei 2 Probes. Dafür die Armee geht es hoch. Es kann nur auf einer Seite reinforced werden. Chi-Chi muss es mit diesen Einheiten hier beenden, wenn er diese Serie gewinnen möchte. Die Probes von Saiyan kommen jetzt auch mit dazu. Er hat ja 26 mehr als sein Gegner, weil sein Gegner hat keine einzige mehr. Da passiert nichts. Es kann noch eine Probe gebaut werden, aber das ist Chi-Chi hier egal. Für ihn gilt jetzt nur noch Micro und irgendwie den Kampf. Er hat noch Server da oben drüber, das hilft.
Er kann die Netzspiel raus, aber er weiß genau, mit jeder Sekunde, die verstreicht, sein Gegner sammelt Ressourcen und er nicht. Und er kann nichts dagegen tun. Der Immortal ist da auch eine Problemeinheit. Erstes Gateway wird da zerstört. Für sein ist es einfach weiterhin ein Durchhalten. Er kann Zeit schinden. Er kann wirklich auf Zeit spielen. Die Zeit spielt für ihn. Jede Sekunde, die verstreicht, ist die Möglichkeit, eine weitere Einheit zu zünden. Man sieht, die Orokis kommen jetzt auch zurück. Die Pops fahren wieder mit ran. Das Schild bei die Overcharge wird gezündet. Die Einheiten von Gigi werden weniger. Und es kommt halt nichts nach. Jeder Verlust ist nicht ersetzbar. Für sein kann zumindest ein bisschen was ersetzt werden. Da ist ein weiterer Mord unterwegs. Der Mord wird gefokust. Er lebt aber noch das Hauptwissen, gibt sein Bestes mit dem Micro. Aber Gigi hat quasi keine Einheit mehr übrig. Die, die noch leben, sind schwer angeschlagen. Und damit ist es das. GG, sein gleich hier außen. Eine kurze Karte hier mit wenig Economy. Also das scheint so das Thema zu sein. Große Economy brauchen wir nicht, aber die Oracles haben genau zugeschlagen, wann man sie gebraucht hat. Und damit, ja, ohne Reinforcements für GG. Spiel auf Zeit. Und er hat es nicht geschafft, den Gegner in dieser Zeit zu brechen. Und mit den Reinforcements, mit dem Probes, die man freiwillig da reinpusht, hat es gereicht für die Verteidigung. Und somit eine letzte Map entscheidet. Die Entscheidung wird fallen auf Gresvan. Gibt es auf der Map tatsächlich mal irgendwas Makrolastiges von den beiden? Ich meine, das ist die Map, die sich am ehesten dafür anbietet. Aber bisher hatten die beiden wirklich nicht die Motivation, groß in ein längeres Game zu gehen. Das war eigentlich alles recht schnell zu Ende. Und wir haben die Scouting-Probe hier drin. Sein auf Scouting-Tor. Hingegen, Gigi hat sich das dieses Mal gespart. Die Scouting-Probe, aber hat seine Probe jetzt hier unten kurz in Position gebracht. Aktuell wartet man da, bis da weiteres Geld reinkommt. Bis das Gateway dann auch fertig wird, also es geht voran. Und hier gibt es dann den zweiten Pilot, nicht wirklich Proxy, sondern einfach nur außerhalb der Reichweite dieser Probe, dass Science sich denken muss, okay, der hat eventuell irgendwo ein Proxy gestellt und geht dann auf die Suche. Wird aber nur schwer was finden, weil, ja, der Pilot hängt hier in der Netzschwelle, wobei, doch ja, er umkreist die Netzschwelle und wird das dadurch tatsächlich scouten. Also er kennt die Spielchen gut, die beiden spielen in derselben Region, haben auch schon öfter aufeinander getroffen und, ja, treffen auch in der Letter aufeinander. Also man kennt da schon den Gegner etwas, gegen den man spielt, und der Plan wird aufgedeckt. Es gibt techmäßig erstmal eine Sentry von Zion. Währenddessen gibt es das Stargate bei Gigi in der eigenen Mainbase. Expansion wird noch darauf verzichtet. Wir haben hier Doppelgateway im Einsatz, das heißt, es gibt einige Einheiten. Und es wird diesmal aber auch keine Adepts geben, zumindest in dieser Phase. Wobei, wenn die Adepts am Anfang nicht kommen, kommen sie normalerweise auch später nicht. Es gibt noch so ein Zeitfenster, wo man auf Adepts switcht mit Resident Enclaves, aber dann so grundsätzlich sind Adepts dann nicht mehr so wichtig. Wenn man schon mal mit den Stalkern angefangen hat, macht man normalerweise auch mit den Stalkern weiter. Die Basiseinheit einer jeden Protoss-Armee, kann man da sagen. Die Frage ist eben, was kann das Stargate anrichten? Was kann ein Order-Clan anrichten? Wie viel wurde davon gescoutet sein? Will da nochmal anfahren? Er hat den Tech nicht gesehen. Und hochkommen, die Rampe, er kommt hoch, aber es hat nicht gereicht, um das Stargate zu scouten. Er selber geht auf eine Expansion. Stargate ist eben nicht gesehen worden. Oracle wird gechrono-boostet. Also das könnte ein Problem werden. Hallucination scoutet jetzt los. Die kann das vielleicht sehen. Außer die wird auch vorzeitig abgefangen. Aber es gibt noch auf einer Seite die zweite Basis. Worker Count ist da gerade noch gleich. Und dann gibt es aber für Gigi auch die Expansion. Also er zieht damit zwei Basen zumindest mal. Das ist schon mal ein Schritt weiter. Hat er bei den beiden aber wirklich nichts zu heißen. Die Hallucination wird dann auch weggeschossen, aber sie sieht wichtigerweise, dass da geht. Man weiß, auf welchen Tag man sich einstellen muss, was da unterwegs sein wird. Und es kommt danach ein Twilight Council für Sein. Es kommt eine Robo für Gigi. Und jetzt natürlich die Stalker einmal durchsortieren, einmal Verteidigung bereitstellen für die Probes. Die Netzspur läuft nicht, das heißt alles, oder das Wichtige Richtung Main. Dass da die Probes am Leben bleiben. Und das Oracle fährt einmal zwischendurch und lasert die Probes weg, die es einfach erreicht. Damit landen wir auf 26-26. Ja, der Nexus ist ein Ticken schneller, aber sollte am Ende jetzt nicht so viel ausmachen. Tech wird weiter vorangetrieben. Auf beiden Seiten in das Twilight Council. Die Robe eben noch mit dabei mit Observern. Kann man da konstantes scouten. Das Oracle lebt noch, aber es ist hier in dem Fall auch das einzige seiner Art. Also wird im Alleingang jetzt nicht so viel können. Vor allem, wenn eine Schildbatterie dann dasteht. Parallel kann man fleißig scouten mit den Hallucinations. Es gibt eine und zwei Sentries auf dem Feld. Und ja, die Basis war neben die Blinkstalker für Zion. Für Gigi fehlt einfach noch das Upgrade. Twilight Council kommt ja auch. Und wird das auch sehr wahrscheinlich als erstes direkt erforschen. Zuerst noch eine Immortal. Also man hat zumindest eine Grundverteidigung, wenn der Gegner mit ein paar Stalkern rüberschaut. Man sieht die Konvergenz 30-32. Das Oracle kommt hier aber nicht weg. Das wird zerstört. Und das hat nicht viel gebracht, muss man sagen. Und doch einiges gekostet. Das hat sich jetzt nicht sonderlich gelohnt für Gigi. Das ist Zion, schickt einfach Hallucinations raus. Einfach ständige Informationen sammeln. Wir sind jetzt ein paar Adepts für so einen kleinen Run-By. Ja, das kommt auch eine Forge. Es kommt die eigene Robo für Zion. Und tatsächlich, er ist in Bewegung mit seinen Truppen.
wagt sich da mal nach vorne, das nimmt man die Adepts als Runback geplant, das die anderen Adepts auch als Runback geplant, die könnten sogar aufeinandertreffen, wenn das jetzt hier weitergeht. Es wird knapp, aber sie werden sich verfehlen. Ja, die ist nämlich gerade weiter geportet und somit wird gleich die Natural besucht, beziehungsweise die Adepts will man eher in die Mainbase schicken. Einheiten technisch, 3 Stalker, 2 Adepts, 1 Mortal. So viele Einheiten hat Gigi hier nicht. Sein Gegner hat 6 Stalker, dafür hat keine Mortal am Start. Und Blink ist in Kürze da, das heißt, man kann einfach in die Mainbase jumpen, die Adepts auf die Natural ansetzen. Um ein bisschen Schlücken in der Verteidigung finden beim Gegner. Zudem kommt auch schon die dritte Basis. Die Adepts nehmen die erste Probes mit und gehen dann weiter. Die Sentries müssen ja auch aufpassen, weil die sind selber nicht der krasseste Gegner. Die Adepts respektieren zumindest die Präsenz von den Netten. Aber jetzt wird reingeportet, die Probes angegriffen. Man sieht, die Schildbatterie hilft, der Stalker hilft. Blink auf die Mainbase ist geplant. Erster Adept ist down, zweiter Adept wird runtergeschossen. Da ist der Blink, da wird der Pylon gesniped. Neue Mortal aber gerade gespawnt. Mit 2 kann man das halten. Die Stalker sind nicht genug, müssen mega aufpassen, wie tief sie sich hier reinwagen. Gegen die Mortal Firepower. Parallel gehen die Adepts jetzt hier rein und können ihren Job erledigen. Auch da gibt es Probes, in dem Fall 3 Stück, 4 Stück, die jetzt gesniped werden. Die Adepts wollen dann auch wieder weiter porten. Die Stalker greifen jetzt auch mal dann, wollen die Schildbatterie noch raus. Wenn der Adept portet, die Schildbatterie wird zerstört. Da ist man also drin in der Mainbase und nervt noch ein bisschen mehr, damit der nächste Mortal gechrono boostet. In der Zwischenzeit wird bei seiner Arbeit Basis Nummer 3 fertig. Also er hat Schaden gemacht, fängt hier den Adept auch noch ab, der blinkt. Weiß, was sein Gegner so hat und bringt sich hier konmitentisch eine noch bessere Position mit 39 zu 46 Probes. Sieht das für seinen wirklich nicht schlecht aus. Gigi wendet das natürlich jetzt die Mortal Firepower. 3 zu 1 ist da der Stand in Sachen der Mortals. Kommt noch ein Warp Plus mit dazu und dann kann man angreifen. Währenddessen wird der Gegner aber plus 1 Attack bekommen. Also für Gigi, er will da wahrscheinlich ein Zeitfenster treffen. Er muss ja fast ein Zeitfenster treffen. Er hat jetzt sein eigenes Blink. Er hat eben seine 3 Immos. Er hat ein paar Sentries mit dabei. Und mit dem Warprison geht es nach vorne für Reinforcements, für ein bisschen Mikropotenzial. Wenn das hier hängt, ein Observer ab, wird aber gleich gesniped, weil der eigene wieder zukommt. Das heißt, die Information flippt man gerade zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Plus 2 wird auch schon gestartet für Sion. Aber sieht jetzt, dass die Armee anrückt und sieht auch, wie die Armee aussieht. Muss jetzt erstmal fliehen, weil weiß, gegen die Mortals kann er nicht groß Bestand haben. Aber versucht er nochmal, solange Blink wieder vom Cooldown zurückkommt. Und es gibt nochmal einen Parallelangriff mit Adepts und die sorgen für noch mehr Probleme. 4 weitere Probes gehen drauf. Damit die Kluft in den Pops erhöht sich, 37 zu 53, die Adepts werden dann aufgeräumt, das hat ein paar Einheiten hier nach Hause geholt und die Armee braucht noch, bis sie hier aufschlägt und das gibt halt mehr Zeit. Und mehr Zeit heißt für ihn mehr Einheiten, mehr Möglichkeiten den Gegner abzuwehren, sniped auch eine Sentry raus, damit eine wichtige Gelegenheit für Force zum Guardian-Schild wird zerstört. Hier sieht man die Armee, die in Rot vorhanden ist, die Schildbatterien wir dabei, Schildbatterie Overcharge natürlich auch verfügbar. Bei Mortals sind es 2 zu 3, gleich 3 zu 3. Das sieht nicht so schlecht aus hier für Sion. Er wird zwar belagert, aber seine Feuerpower ist beachtlich, hat das bessere Attack-Upgrade. Sein Plus 2 ist auch unterwegs, da werden jetzt die ersten Force-Hits gesündet und das läuft auch besser für den Spieler in Rot. Da ist jetzt nur noch eine Sentry da für Gigi und die hat keine Energie. Und der nächste Adepts Runby kommt da wieder auf die Netz, von da ist nach wie vor keine Schildbatterie, die da irgendwas abfängt. Also die Economy wird weiter geschwächt, der Economy-Unterschied wird da schlimmer werden wieder. Und jede Minute, die verstreicht, macht das Sion auch stärker. Da sieht man, die Adepts sind jetzt wieder drin. Die farmen sich dieses Mal durch, weil alle Einheiten werden vorne im Hauptkampf gebraucht. Das sind 3 Mortal gegen 3, aber nur einer hat Schildbatterie Overcharge. Und damit kommt da Gigi nicht wirklich durch. Er ist da immer noch stur, aber er trifft auf so viel Feuerpower vom Gegner. Währenddessen flieht er seine eigenen Probes. Die sind auf der Flucht. Die versuchen ihr Bestes, irgendwie am Leben zu bleiben. Aber sie werden trotzdem weniger und weniger. 33 zu 54 Worker. Und ja, der Push da vorne, der Hauptpush hat sie nicht wirklich nach. Okay, da kommt jetzt der aggressive Blink. Das ist der Do-or-Die-Move von Gigi. Damit muss es jetzt reißen. Da kommt auch der Konterblink. Seine eigenen Mortals fallen deutlich schneller. Es sind jetzt noch 2 Mortals da in Rot. Und das wird nicht reichen gegen 2 Mortals. Kann hier nicht bestehen. Die zudem noch ein besseres Attack-Upgrade haben als er selbst. Und da wird einfach aufgeräumt. Am Ende Gigi pokert auf diesen Angriff, aber verpokert sich. Sion hält das und damit mit seiner Verteidigung kann sich am Ende mit einem 3 zu 2 durchsetzen in einem Best of 5 von beiden. Damit ist Gigi raus. Gilt ja kein Lowest Bracket verfügbar. Und einfach die Adept-Counter-Attacks haben einiges gebracht. Die dritte einfach abgeriegelt mit Schildbatterien. Gigi wollte unbedingt sein Timing treffen, aber hat sein Timing ein bisschen verpasst. Und Sion stand dann zu stabil da, tatsächlich ähnlich wie die vorige Karte, wo seine Economy dann ausgegangen ist, wo auch den Konter abbekommen hat. Und damit für Gigi kein Geld mehr da war. Also Sion managt das, steht damit im Halbfinale. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.